Hallihallo zurück zu einem neuen Let's Plays. Heute zeige ich euch mal, wie ihr einen Banner euch erstellen könnt, wie ihr da draußen schon seht und weiß es. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet. Dazu braucht ihr einen Stock und Farbe, also Wolle. So habe ich das erstellt. Ein Stock und 6 Wolle. Ja, da so habt ihr einen Banner erstellt. Und das könnt ihr in verschiedenen Farben machen. Und ich habe jetzt zum Beispiel mir auch gedacht, ich kann ja mal einen Banner mit einem Muster machen. Mit Farben, also so zum Beispiel, ne, kann man ja so einen Streifen machen. So, und das kann man dann beliebig sich wie auch immer draußen hinstellen. Zum Vergleich, hier habe ich das weiße Banner. Und da habe ich jetzt mal das rosa Banner mit einem Streifen hin. Auch nicht schlecht. Ja. Das war eigentlich auch schon das Let's Play, aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Das ist eigentlich total einfach, sich das Banner zu erstellen, weil man kann das, glaube ich, auch mit anderen Sachen machen. Jetzt gucke ich gerade mal, ob das funktioniert. Ob das auch mit verschiedenen Farben geht. Weil der Meinung, dass es auch geht. Nein, geht es nicht. Man muss es nur einheitlich machen. Ja. Ja. Schauen wir mal. So, okay. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wie man ein Banner erstellt, wisst ihr ja jetzt. Und ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß dabei haben, eure eigenen Banners zu erstellen. Schaut doch mal wieder dann vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis euer Florian.